Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal hier um Reserveakkus für die GoPro Hero 9. Die Akkus von den älteren Modellen passen ja leider nicht mehr rein. Bei den älteren Modellen hatte ich auch schon den Charger von Talisin und die Akkus und bin damit super gefahren. Und deswegen habe ich mir den jetzt auch für die Hero 9 wieder bestellt. Auch schon allein aus Grund der Tatsache, dass GoPro keinen Ladecase mit Deckel anbietet. Und ich finde das gerade sehr wichtig, wenn ich unterwegs bin und habe den Case im Rucksack, fliegen mir bei dem GoPro-Originaladapter irgendwann die Akkus raus. Die fliegen durch die Gegend, es kann Kurzschluss entstehen und, und. Hier bei dem Modell von Talisin, die sind gut geschützt, der Deckel ist gut zu. Ich habe ein schönes Management. Ich sehe hier, der Akku ist voll, der ist noch relativ leer, der ist schon so fast voll, ist so ein Ampelsystem. Hier oben im Deckel, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche mal hier ein bisschen das so zu halten, dass man es sehen kann. Habt ihr auch noch hier so zwei Fächer für SD-Karten? Also die könnt ihr auch noch da drin aufbewahren und speichern. Na, was heißt speichern? Also aufbewahren, dass ihr sie griffbereit habt, wenn ihr die wechseln müsst. Die Akkus an sich sind, das ist der Original GoPro-Akku. Das ist der von Talisin, steht auch schön Nummer 9 drauf. Wunderbar. Ansonsten sind sie gleich, sie passen beide in die Kamera. Die Kamera erkennt auch die GoPro erkennt auch die Akkus von Talisin. Aber der Akku von Talisin hat ein bisschen mehr Power. Ich glaube nicht, dass sich das großartig auswirken wird, wenn ihr hier schaut. Mal gucken, ob ich es scharf kriege. Talisin ist der obere, hat 1750 mAh und der Original GoPro-Akku habe ich ihn richtig rum? Hat 1700, was hat er? 1720 mA. Ich meine, das ist nicht die Welt. Ich bin gespannt, ob man das überhaupt merkt. Aber er hat ein bisschen mehr Power. Alles ist schön verstaut. Alles ist sicher aufbewahrt. Nichts passiert im Rucksack. Es ist ein USB-C-Ladekabel dabei. Ihr könnt das Ganze auch mit der Powerbank laden. Und der Akku, der Ladecase inklusive zwei Akkus kostet 39,90. So. Wenn ich den Ladecase von GoPro mit einem Akku bestelle, weil es ist nur einer dabei und ihr könnt maximal zwei Akkus in diesem Ladecase laden, dann bin ich schon 50 Euro quitt. Also ich finde, hier ist einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr könnt bis zu drei Akkus laden, ihr habt zwei Akkus dabei, ihr könnt die Speicherkarten oben sicher verstauen. Die Akkus bleiben im Gerät, wenn ihr das irgendwo in eurer Tasche habt, im Rucksack habt und das Pack fliegt durch die Gegend. Ihr könnt das Ganze mit einer Powerbank laden, am Computer laden, mit einem normalen Stecker laden. Und ich finde es echt ein super Deal hier. Schaut es euch an. Hoffe, ich konnte euch helfen. Das Ganze heißt hier so: GoPro Hero 9 Battery von Talisin. Super Preis-Leistungs-Verhältnis und ich bin da immer mit gut gefahren. So, hoffe, konnte euch ein bisschen helfen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.